So, wir sollten zurück sein und ich hoffe, dass das jetzt alles funktioniert, wie ich das gerne zu funktionieren hätte. So, jetzt erstmal wichtig, Chat, bin ich synchron, halbwegs. Das ist nicht unwichtig für mich. Das ist echt nicht unwichtig, weil sonst ist natürlich schlecht. Geht das mit der Asynchronität oder Synchronität? Eigentlich müsste es synchron sein. Von der Logik. Ich check mal eben kurz ab, muss man kurz mal abwarten. Bis ihr sagt ja und nein. Jo, perfekt, das passt. Eben noch was nachschütten. So. Und dann muss ich weiß gar nicht mehr, das habe ich vor Ewigkeiten gemacht. Oh, man sieht mein Greenscreen. Da muss ich dann noch eben was umstellen. Hey, guckt euch diesen wunderschönen Greenscreen hinter mir an. So. Zack. Bums. Sehr schön. Okay. Gucken wir mal, dass das funktioniert. So. Online-Spiel. Jetzt muss ich das erstmal abchecken, wie das funktionieren wird. Ich muss rüber auf meinen Fernseher gucken, deswegen verbiege ich jetzt so mein Gesicht. Aber damit das mit dem Greenscreen noch passt, muss das so gemacht werden. Kennt das ja schon von den Mario Kart-Folgen. Turnier. Wir müssen Turnier starten. Die Frage ist, ich könnte halt so ein Ding machen, aber ich glaube, ich mache ein neues Turnier, damit ihr das auch alle findet. Wieso sind die eigentlich immer noch da irgendwie? Keine Ahnung. Turnier erstellen. Jo. Ja, ich möchte ein neues Turnier erstellen. So, was haben wir für ein Pete-Stream-Bild? Wir hatten immer. Hier, wir nehmen diesmal die Banane. So. Wo ist denn hier das Hashtag? Da. Hashtag. Ich weiß nicht genau, wie er das sucht. Ich glaube, ich kriege gleich. Ich kann das natürlich auch selber schreiben, aber ich mache das jetzt hier so. Pi. Stream. Zack. Zahlen Nummer 3 müsste es ja dann sein, ne? Machen wir Nummer 3. Okay. Bums. So. Lege die Regeln für das Turnier fest und wähle, wann es offen sein soll. Wir spielen. Alle Strecken. Tut mir leid für die Leute, die das DLC nicht haben, aber das ist schon ein geiles DLC, ja. Ich möchte auch die DLC-Maps auf jeden Fall zocken. Ich hoffe, da werden wir genug finden. Aber ich denke schon. Ohne Teams. Alle Items. Wir spielen furiose Items. Das habe ich damals nicht eingestellt. Alle Fahrzeuge, jede Steuerungsart ohne Computer. Wöchentlich, täglich. Keine Ahnung, täglich 18 Uhr meinetwegen, Ende, was auch immer. 23, ich glaube, das muss man gar nicht groß einstellen, ne? 8 Rennen. Kann man unbegrenzt machen? Unbegrenzt ist ja geil. Gegner wechseln. Jede vierte Partie. Ich denke, das ist fair. Ich glaube, das geht so. Mal gucken. Offen für alle. Global, Spielerlevel 0 bis 99.000. Perfekt. So, schreibe eine Begrüßungsnachricht. Moin. Leerzeichen, wo bist du? Da. Für das Größte. Moin. So, zack. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ihr müsst jetzt, kriegt jetzt irgendeinen Code. Glaube ich. 200 cc geht leider noch nicht. So, ihr seht den Code. Den müsst ihr irgendwie eingeben bei dem Turnier. Und dann könnt ihr mitzocken. Und dann werde ich, glaube ich, zufällig dann in eines der Dingens kommen. In eines der Gruppen. So, ich werde das nochmal posten im Chat. 4537 0547 0160. So. Könnt das auch gerne immer mal wieder verteilen, falls jemand fragt im Chat. Dann wäre ich euch sehr dankbar. So. Moin Moin sind die Rocket Beans. Ja, stimmt, die haben ja auch ihr Moin Moin. So. Okay, so, dann spielen wir doch mal unser Pete-Stream.
Okay, mitspielen. Jo. Jo, möchte ich teilnehmen. Wir spielen wieder mit unserer guten... Ach, eigentlich hat mit Bowser hat das auch gar nicht so schlecht geklappt alles. Aber ich glaube, wir spielen wieder mit Rosalina. Rosalina ist mir einfach immer sympathischer. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. So, Standardeinstellung von mir. Und da haben wir schon, Leute. Sehr schön. Voll genial, Alter. Direkt hier voll fett. Sehr schön. So, wir machen eine zufällige Piste und dann geht's direkt los. Und direkt dieses scheiß Bike-Ding. Da kann ich schon wieder kotzen. Moment, ich mach mal kurz das Mikrofon etwas zur Seite, damit ich besser rüber gucken kann und man mich besser hören kann. Stream mal Bloodborne. Ich hätte gerne Bloodborne gestreamt. Das Problem ist, dass ich schon weiter bin als Pete und Chris im Let's Play. Und ich natürlich nicht denen vorweggreifen möchte. Und naja, ich bin halt etwas weiter als die. Die hatten ja, wie weit sind die? Haben die überhaupt schon einen der Bosse gelegt? Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile so weit sind. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich bin da schon deutlich weiter. Ich habe die ersten beiden Bosse halt schon geplättet. Und dann wäre es natürlich scheiße. Und wir nehmen natürlich diese Drecksmap, ist ja klar. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier läuft. Mario Kart macht halt echt immer wieder Bock. Und vor allem, wenn das so schön reibungslos alles funktioniert, wie es jetzt bislang scheinbar funktioniert, ist das natürlich eine super Option, sowas mal öfters im Stream zu zocken. Vor allem kann man das halt auch wunderbar mit euch zocken. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Läuft. So. Bei furiosen Items wird es wahrscheinlich jetzt ganz schön übel sein. Ich weiß gar nicht, wie viele wir gerade hier sind in der Lobby. Aber wahrscheinlich ein paar. Oh, geil. Münzen. So. Oh, 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 oh. Ah. Da konnte ich auch nicht mehr ausweichen. Groß. Ich freue mich schon voll auf die 200cc-Klasse. Das wird ultra witzig. Ah, sehr schön. So, ab da vorne. Oh, der wartet bestimmt. Ah, er wartet nicht auf mich. Alter, bin ich hier nach hinten geschossen? Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Das war dumm. Das war richtig dumm. Fuck. So. Ups. Das war knapp. Ich bin froh, wenn ich so im Mittelfeld lande. Aus meinen alten Erfahrungen, die ich immer mit euch gesammelt habe. Ihr seid nämlich ultra gut teilweise. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches so die beste Fahrzeug ist. Ich meine, kann ich mir nicht vorstellen, dass Metal Mario plötzlich besser ist als Rosalina. Weil von den Werten her... Lol, das ist ärgerlich. Sind die halt gleich stark. Und von den Wagen her auch. Deswegen, ich weiß es halt nicht. Lol! Alter, ich bin halt echt letzter, ne? Nee, bin ich nicht. Alter, ist das noch eine andere Rosalina. LOL! Am Arsch! Boah, ich fahre aber auch durch jeden scheiß Drecksklumpen durch, ne? Ist ja der Oberhammer. Kann nicht wahr sein. So. Letzte Runde. Ich glaube, das sieht nicht so geil aus. Da komme ich... Alter, oh, ich fahre aber auch bullshittig gerade. Der Oberhammer. LOL, nochmal für den ersten. Die hätte ich mal vorher haben müssen. Naja, nichtsdestotrotz 8, also, naja. Geht, ne? Ich finde, du musst mal so B-Land spielen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch, hatte ich ja schon am Anfang, vielleicht schaltet ihr auch jetzt erst ein, ja? Vielleicht seid ihr doch Hearthstone-Fans und es gibt Geschenke. Ja, könnt ihr euch bei Hashtag PeteStream einfach irgendwas mit Geschenke schreiben oder sowas. Gib mir Geschenke. Und dann suche ich einen der Glücklichen raus und der kriegt dann was geschenkt. Was, das habe ich schon am Anfang des Streams gesagt. Ja. Werdet ihr dann sehen. Wenn der Stream halt hochgeladen ist, dann ist leider da schon halt verlost. Also für die Leute, die diesmal bei YouTube gucken, tut mir das leid. Da seid ihr leider etwas zu spät. Nichtsdestotrotz finde ich das toll, dass ihr trotzdem den Stream hier guckt auf YouTube. wir spielen die Mute City. Oh, guck mal. Mute City ist auf jeden Fall der Favorit. Immer schön. Hashtag PeteStream. Jays Lieblingsstrecke. Ja, ich hasse diese Strecke. Also dieses geradeaus Kack-City-Fick-Fahren. Wenn ihr kein Twitter habt, dann macht's dafür.
Ist halt auch nicht so stressig. Warum? LOL, Fehler bei der Datenübertragung. Wieso? Ey, das ist jetzt Mist. Aber das tut mir jetzt natürlich leid. Für euch, die mitmachen wollten. Dass ich da jetzt rausgeflogen bin. What the fuck? Das ist jetzt ärgerlich. Das stinkt. Naja, müssen wir jetzt halt weiter wieder suchen. Komm, gib Gas. Schau beim Warten zu, mach dich bereit. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Okay, wir sind in einer neuen Lobby, wenn ich mir jetzt so richtig angucke. Das stinkt doch mal so hart. Mega LP 2. Boah. Krasser Scheiß. Lol, da ist einer echt Kenny. Das war, sah auch aus wie Kenny. Ja, da müssen wir jetzt leider zugucken. Das ärgert mich ein bisschen. Alle fahren mittlerweile mit den Motorrädern. Zumindest die, die vorne sind. Was ist jetzt das Beste? Kannst du mir etwas über die Battle Season sagen? Nein, ich möchte nichts über die Battle Season sagen, weil ich ja vielleicht spoilere manche Leute, die die Battle Season noch nicht gesehen haben. Deswegen möchte ich ja nichts drüber sagen. So, schreibt doch nochmal rein, was ich mit, welches so die, das beste, eurer Meinung nach, beste Gefährt so ist. Sind es die Motorräder? Die Motorräder sind, glaube ich, mit so die schnellsten. CSGO streamen wir heute nicht. Machen wir aber dann mit Sicherheit beim 24-Stunden-Stream, den wir dann am 11. beziehungsweise 12.04. machen, also quasi nächste Woche. Samstag auf Sonntag. Wann der Start ist und wann das Ende ist, logischerweise weiß ich noch nicht. Das werde ich dann in einem Ankündigungsvideo irgendwann machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Ja, da wird Pokémon unter anderem hoffentlich gezockt. Ich hoffe, das funktioniert. Dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen Pokémon spielen. Ich habe so viel vor in dem Stream, weiß ich gar nicht, was ich da als erstes spielen soll. Wenn ich auch Pokémon spiele, ich möchte... Also ich, weißt du, was ich schon alleine auf der Liste habe, ist Pokémon, Life is Strange, das habe ich noch gar nicht angezockt, ja. Das wollte ich auch unbedingt spielen und das würde ich dann am besten im Stream machen. Mal gucken, wie viel ich davon mache. Weil ich glaube, dann ist es auch relativ lange dran. Vielleicht mache ich auch nur die erste Episode oder so und dann die zweite würde ich dann dementsprechend machen. Irgendwann dann in einen anderen Stream. Dann möchte ich Diablo auf jeden Fall zocken, weil dann die neue Season angefangen hat. Dann will ich natürlich CSGO spielen, League of Legends möchte ich spielen. Ich möchte bei Forest mal wieder reinschauen, was sich da geändert hat. Das sind allein jetzt schon 6 Spiele. Dann vielleicht wieder Mario Kart. Bloodborne wird wahrscheinlich dann nicht gespielt, weil die Jungs wahrscheinlich dann noch nicht annähernd so weit sind. Oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber dann kann ich wahrscheinlich nicht allzu viel zocken, selbst wenn sie so weit sind. Was haben wir noch? Habe ich irgendwas vergessen? So, wir spielen den... Da, zufällig, die anderen Maps sind alle kacke. Was haben wir noch? Irgendwelche Spiele, die mir einfallen. Minecraft vielleicht. Ja, Cities könnte ich mal zocken. Call of Duty könnte ich mit euch zocken. Hearthstone. Es gibt so viele Spiele. Ich weiß gar nicht, welches ich als erstes spielen soll. Ich meine, das ist ein 24-Stunden-Stream. 24 Stunden sind so schnell aufgebraucht. Ah, der Kenny sieht so geil aus da hinten. Voll nice. Mega gut. Ziemlich cooler Mi. Was auch immer. Nein, nicht COD Advanced Warfare, sondern COD Modern Warfare 2 würde ich dann spielen schon. Weil, naja, Advanced Warfare war nicht so mein Spiel. So, jetzt kann ich endlich spielen. Ich hoffe mal, dass die Fehler der Datenübertragung nicht nochmal der Fall sein werden. So, und jetzt werden wir mal versuchen, hier Platz 1 zu kriegen. Das kann aber nicht wahr sein. Ja, guck mal da, geiler Start schon mal. Oh. Fuck. Da bleibe ich da hängen. Shit. So, man muss versuchen, halt so schnell es geht, da rumzukommen. Oh, fuck. Oh, fuck! Boah. Und wegzukommen von den Leuten. Das ist schön. Das freut mich sehr. Ja, es muss schon schnell werden. So. Zweiter at the moment. Das ist doch mal geil. Ich hoffe, das kann ich so halten. Da wäre ich schon voll zufrieden damit. Kevin! Jedes Spiel hat einen Kevin. Frag mich, wer von Pete Smith der Kevin ist.
Nichts für ungut für Leute, die Kevin heißen. Das ist einfach so witzig. So. Komm. Kurve. Alter, ist das für mich? Nee. Boah, die Rosalina ist mir hart auf den Fersen. LOL, nein! Aber der Blitz hätte uns sowieso genatzt. Ja, genau. Ich hätte da eine fette grüne Scheiße. Fuck! Oh Mann! Leute, der trifft! Hat der getroffen? Wo ist denn hin? Einfach nach hinten schießen. Muss ich den Adi machen. Aber Platz 4 ist trotzdem noch sehr zufriedenstellend, wenn ich gucke, wo die anderen teilweise sind. Oh, das ist gut. Also gucken, wenn ich das einsetzen am besten jetzt. So, machen wir den Weg nach oben. Wuhu! Geil! Platz 2 wieder! Kevin! Bleib stehen! Muss mal nach hinten schießen. Warum? Alter, wieso driftet der denn nicht vernünftig, während ich nach hinten schieße? Fuck. Bin ich hängen geblieben, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, Leute. So, da lang. Boah, ich bin aber echt zufrieden, wenn ich Platz 2 kriegen sollte. Alter, dann feiere ich. Boah, Alter, das war knapp. Warum bitte nicht die rote für mich? Nein, die ist für mich und ich falle runter in den Abgrund. Ich hasse es. Nein. Leute. Das ist glücklich, dass ich natürliche Pilze gekriegt habe. Boah, Zweiter. Geil. Zweiter ist doch schon mal ganz geil. Zweiter ist schön. Ich glaube, du bist der Kevin. Geil. Platz 2 ist doch mal richtig zufriedenstellend, muss ich sagen. Das freut mich richtig. Zweiter Platz ist geil. Das ist sehr zufriedenstellend. Nice. Das war schön. Oh, geil. Mal gucken, wer alles Sorbeland nimmt. Voll geil, wie viele Sorbeland nehmen. Ihr seid die geilsten, ihr seid so gut. Super fett. Und da kommt noch. Ah, kommt kein. LOL. Das ist eines, der unten rechts sieht aus wie Peter. LOL. Wieso? Der sieht halt aus wie Peter. Der sieht viel eher aus wie Peter. Warte mal. Wo ist mein Handy? Nein, ich habe mein Handy nicht hier. Shit. Jetzt hätte ich davon einen Screenshot gemacht. Fotografiert bitte ganz schnell den Screen unten rechts und tweetet das an @PeteSmeet. Bitte. Irgendwer muss das jetzt machen. Und am besten noch @JPeteSmeet, damit ich das retweeten kann. Guckt euch unten rechts an, das Face von Peter. Das sieht so 1:1 aus. Oder Kenny. Kenny ist auch sehr geil. Alter, echt jetzt? Jetzt habe ich schon wieder den Fehler bei der Datenübertragung, oder? Was ist das? Oder nicht? Oh, was ein Glück. Sehr schön. Hallo, der heißt auch Pete. Geil. Da hat sich aber einer Mühe gegeben. So. Meep, 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 beep. Boah, Kevin hat auch einen guten Start. Kevin hopst. Das habe ich auch früher immer beim Super Nintendo gemacht. Aber irgendwie habe ich das herausgefunden. Also, beziehungsweise habe ich das nie hier benutzt. Ich weiß nicht. War krass, dass wir trotz furioser Items gerade keine blaue bekommen haben. Also die auch kein Gegner und so. Münzen, jawohl. Ah, gut. LOL. Kevin ist wieder da. Nein! Aua. Und schon sind wir halt im verfickten Mittelfeld. Oh, jetzt kriegt Kevin auch einen auf den Sack. Sehr gut. Boah, Pete ist aber ganz schön im Mittelfeld da hinten. Das wäre so witzig, wenn das halt wirklich der Pete wäre, aber das ist halt nicht der richtige Pete. Oh, Alter, wie viele Sachen hier da sind! Heilige Mutter! Geil. Also war erstmal wieder Zweiter. Rosalina ist Erster, finde ich gut. Oh, Alter, jetzt sehe ich nichts mehr. Ah, ich hasse Rote. Alter, und Sechster. Jawohl, gib mir. Kevin hat. Lol, noch ein Kevin. Wie viele Kevins haben wir denn hier? Überall Kevins. Kevin, Kenny, Kevin, Pete.
Ferdi. Oh, Pete hat mich überholt. Der Lacker mit seiner Rakete. Ich will auch eine Rakete. Müsst man dann in der Pause schreiben, falls ich damit irgendwelche Tipps oder sowas, die ich halt jetzt los... Oh, Alter, bleib ich da hängen. Irgendwelche Tipps oder sowas, wie ich fahren muss, falls ihr Plan habt. Nein, da fall ich runter. Boah, ich bin so doof manchmal. Da versucht man das halt extra eng zu fahren und dann machst du dann halt Fehler, logischerweise. Boah, scheiße. Boah, ach, da ist halt echt... Boah. Sackt halt, ne? Nicht nach hinten schießen, Benny. Wolltest du mich treffen? Merke ich mir. Ich überhole ich. Wow, echt jetzt? Nur ein... Wow! Fuck. Da kommt... Genau, halt mich doch nochmal auf, du Arsch. Och nö, jetzt sind wir Achter. Oh nein. Ach, vor Pete. Lol. Achso, da ist das Ziel. Okay. Tipp macht weniger Fehler. Lustiger Tipp. Oh, Pete, ey, muss auch noch ein bisschen üben. Das Bild da unten, das ist so geil. Immerhin Platz 5. So, alle vier Rennen müssten wir die Lobby wechseln, wenn alles funktioniert. So. Jetzt gerne Tipps schreiben. Die Kurven nicht zu eng nehmen, okay? Immer schöne Hashtag PeteStream, da lese ich das auch öfters mit, weil der Chat halt schneller geht. Die Mario-Piste möchte ich zocken. Oh, die Yoshi-Piste ist auch geil, da haben wir ziemlich viele coole. Also mein Tipp, immer vorwärts fahren. Danke Nadine, danke, super Tipp. Zieh mir gerade Skyrim, ist das geil. Alter, das ist ein richtig gutes. Das wird halt, Skyrim ist halt das... Eines der besten Rollenspiele mit, für mich, Gothic 2, die Nacht des Raben. Und dann wird, kommt erstmal lange nichts, aber ich freue mich so ultra, ultra krass auf The Witcher 3. Ich habe mir letztens in der GameStar die Vorschau durchgelesen. Alter, was die da versprechen, beziehungsweise was die da, nicht was die versprechen, sondern wow, was da gesagt wird drüber. Holy shit, einfach nur. Das wird halt das Rollenspiel und Final Fantasy wird natürlich auch super. Aber Rollenspiel ist halt so ein JRPG und nicht so ein RPG in dem Sinne, wie vielleicht Gothic oder Skyrim oder The Witcher sein wird. Wir spielen jetzt echt die Kackstrecke. So, weg. Oh, lol. Erster. Sehr schön. Geradeaus fahren kann ich. Boah. Das habe ich gesehen. Lol, das kann nicht sein. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Das war jetzt ja mega unlucky. Der Oberhammer. Lol. Och Mann. Tschüss. Ja, komm, gib mir richtig. Geil, geil. Finde ich super. Boah, kriegst halt nur auf den Sack. Nein! Soll wieder hängen bleiben? Sehr gut, Jay. Scheiße, ich hätte links das benutzen müssen, ne? Ha, fuck. Ja, geil. Frag mich, ob ich halt immer was abkriege. Extra, eher. Wenn die Sachen für mich spart, ihr kleinen Schweinchen. Oder ob es einfach halt so krass viele sind. Ach, fick dich doch, da krieg ich schon wieder einen ab. Oh, das ist Pete. Oh, Pete, geh mal weg. Lol. Weg da! Platz da! Platz 3, geil! So, bitte. Obwohl ich so oft abgeschossen wurde. Boah, erstmal was für die Schinken schenken. Boah, ich krieg bestimmt die fressende Pflanze ab. Oh nein, ich wusste es. Ich wusste es. 6 da ist wieder ungeil. Aber 5 da, 5 da ist... Lol, bin ich nochmal getroffen? Egal. 5. ist okay. 5. ist in Ordnung. Soll ich das sagen, wer gewonnen hat? Wer die Battle Season gewonnen hat, die ist schon ausgefochten. Ich sag euch mal so viel. Ich bin's vielleicht, vielleicht auch nicht. Nice!
Alter. Nougat im Arsch und kill die. Hast du eine wichtige Lebensentscheidung schon getroffen? Oder deine wichtige Lebensentscheidung schon getroffen? Naja, meine wichtigste Lebensentscheidung ist wahrscheinlich derzeit, dass ich mich erstmal voll auf Pete's Meat konzentrieren möchte. Und erstmal den Tierarztberuf in dem Sinne nicht wahrnehme, weil mir die Zeit halt einfach fehlt, obwohl ich es auch gerne tun würde, aber es ist halt einfach nicht die Zeit dazu. Ich glaube, wir haben jetzt den Dingens gewechselt, oder? Pete ist aber mitgewechselt. Alles klar. Ich glaube, das war so meine wichtigste Sache. Oh ja, Jay, freust du dich über GTA für PC? Alter. Ich habe ja das Spiel irgendwann... Ich war auch relativ weit auf der PS3 damals, aber ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Ich weiß nicht warum, weil da, glaube ich, irgendwas anderes kam oder so, da immer die PS3 anmachen, war halt auch nicht so sexuell. Und deswegen freue ich mich so insgeheim darauf. Ich werde das auf jeden Fall auch zocken. Vielleicht werde ich das auch dann streamen mal. Einfach so mittendrin in der Story oder so mit euch. Oder wir spielen zusammen GTA Online oder sowas. Das wird so geil. Ich freue mich da so ultra drauf. Ich habe den GTA Online, haben wir ja auch noch gar nicht, oder habe ich noch gar nicht gezockt quasi, weil das ja damals diese ultra krassen Probleme hatte. Weil jeder ungefähr das Spiel spielen wollte. Und mich hat das halt so abgefuckt, dass ich das nie gezockt habe. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt zum ersten Mal quasi GTA Online zocken werde, weil das will ich mal auf jeden Fall auch angucken. Und da wird es auf jeden Fall auch was dazu geben von uns. Ich hoffe, vielleicht sogar mit allen 6. Das wäre natürlich noch geiler. Weil ich glaube, wir haben alle 6 drauf Bock. Boah. Die Frage ist halt immer, wie das mit den Aufnahmen ist. Sepp muss ja noch immer mit seinem Ingenieurstum was machen. Ob das immer passt. Aber wir wollen auf jeden Fall wieder ein Let's Play dazu machen. Das steht definitiv schon mal fest. Und wenn die anderen plötzlich keine Lust mehr haben sollten, dann mache ich halt auch als alleine. Das ist mir scheißegal. So, geil! Ungeil. Ich wollte gerade sagen, da wurde der erste abgeschossen und wir sind zweiter gerade. So, fünfter. Fünfter ist sehr gut wieder. Also ich finde, ich schlage mich gar nicht so schlecht. Oder wie seht ihr das? Aber die sind halt, ihr seid halt alle so ultra stark. Eigentlich wäre es halt auch mal ganz geil, wenn wir mal... Das müsste man mal eigentlich machen. Wenn wir sagen, okay, wir nehmen jetzt Mario Kart auf, dann ein Turnier machen. Ah, ne, das geht, glaube ich, nicht. Dass man dann mit allen 6 dann dabei ist und dann halt Zuschauer damit machen könnten. Das wäre halt richtig geil. Aber ich glaube, man kann halt nicht fest sagen, okay, ihr 6, also da müssen natürlich dann logischerweise wir 6 dann da sein, dass man das halt so festmachen kann. Und wegen, hey, nur ihr dürft da mitmachen. Geil, ich bin Zweiter geworden, lol. Red die ganze Zeit. Und am Ende ist man dann halt geiler Zweiter. Fett. 36 Punkte, das ist immerhin ganz oben mit. Aber wahrscheinlich kommen manche etwas später. Hier, ich poste nochmal. Ihr müsst bei dem Turnier dann suchen. Könnt ihr mitmachen. Poste ich einfach nochmal hier die Nummer, damit ihr das Turnier finden möchtet. Was ist wichtiger, um Spiele PC flüssig zu spielen? Grafikkarte oder Prozessor? Ich glaube, die Grafikkarte, aber der Prozessor sollte halt auch dementsprechend nicht scheiße sein. Aber ich bin halt nicht der Tech-Mensch. Deswegen habe ich da nicht so krass viel Ahnung. Aber ich würde halt, spontan würde ich jetzt sagen, die Grafikkarte. Heute wurden Ostereier gefärbt, alle nur in Pete's Meat grün. Ein kleines Geschenk von Pete's Meat Osterhasen würde mich mega freuen. Voll cool. Hast du ein Bild, Catherine Müller? Hast du ein Bild von den Ostereiern? Das würde mich interessieren. Okay, ich glaube, wir sind jetzt wieder... Leute, es geht direkt weiter. Ey, guck mal, Kenny ist wieder am Stissel. Okay, keine Ahnung, ob wir jetzt mitfahren oder ob da jetzt irgendwas wieder rumgebackt hat. Man weiß es nicht. Okay, wir dürfen erstmal gucken. Alles klar, dann kann ich erstmal den Controller wieder aus der Hand legen und dann können wir erstmal wieder reden. Freust du dich auf Star Wars 7? Alter! Ich weiß gar nicht, welches Spiel... welcher Film mich am meisten hypt. Da könnten wir eigentlich mal im Podcast drüber reden. Das ist mal eine coole Sache. Das schreibe ich mir auf. Sonntag haben wir wieder Podcast-Aufnahme. Das muss ich mir... Ich hoffe, ich kann mir das merken. Ich merke mir das bestimmt nicht. Aber es wäre ganz cool, dass wir da über Filme reden dieses Jahr. Das würde mich auch, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was die anderen Jungs sagen. Aber Star Wars 7 wird halt richtig geil, um mal kurz was zu sagen. James Bond wird ultra geil. Jurassic Park freue ich mich drauf.
Was war denn noch? Irgendwelche fetten Filme. Klar, hier. Nächster Teil von Hunger Games, beziehungsweise hier Tribute von Panem. Auch mega cool. Ich fand Mockingjay richtig stark. Den Film. Dann glaube ich, kommt wahrscheinlich noch Maze Runner 2. Habe ich den ersten Teil Maze Runner gesehen, der war auch ziemlich cool. Was kommt denn noch? Ey, es kommt so krass viel. Also wir sollten auf jeden Fall was im Podcast mal darüber reden. Willst du Formel 1 2015 Let's Playen? Das wird auf jeden Fall Let's Playen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und diesmal nicht so buggy ist wie das letzte Formel 1 dann. Mal gucken, wer dann alles, welche YouTuber dabei sind. Ich hoffe, dass wieder Dena da Zeit hat. Und vielleicht klappt das ja auch dann mit Bram und sein Internetproblem. Und vor allem halt hier bei Christian und mir. Bei Peter hätte immer alles gut geklappt und bei Dena. Wäre cool, wenn wir dann vielleicht mehr hinkriegen. Mal gucken. Wäre auf jeden Fall eine fette Sache, weil das hat halt echt ultra Spaß gemacht. Hat echt ultra Spaß gemacht. So. Guckst du eigentlich nur Kinderfilme? Wieso gucke ich nur Kinderfilme? Freust du dich auf Star Wars Battlefront 3? Oh ja. Star Wars Battlefront 3 freue ich mich richtig. Läuft schon wieder Sorbeland. Einfach Sorbeland, weil es Sorbeland ist. Sorbeland geht immer. So, Mockingjay finde ich nicht so stark. Echt, der fand ich super geil. Ich fand den mega gut. Der war halt nicht nur Action, sondern halt auch ein bisschen deeper. Deswegen mag ich halt die ganzen Transformers-Filme bis auf den ersten nicht, weil die halt nur Rumgeballer und so ein Scheiß sind. Weiß ich nicht. Also kann man sich geben, muss man aber ehrlich gesagt halt nicht. Naja, aber ich bin jetzt halt auch nicht der ultragrößte Film-Spezialist, ja. Was ist jetzt schon wieder? Warte, bis jeder seine Auswahl getroffen hat. Hopp, hopp, hopp. Wollen so B-Land zocken. Maze Runner. Ja, Maze Runner war auf jeden Fall richtig geil. Jay, wann kommt irgendwann mal wieder Formel 1? Habe ich ja gerade schon gesagt. Hast du Fast and Furious 7 gesehen? Nö. Fast and Furious habe ich, glaube ich, den ersten Teil gesehen und danach, glaube ich, keinen mehr, weil ich die halt auch alle nicht so geil fand. Weiß ich nicht. Ja, Fehler bei der Datenübertragung. Leck mich doch. Das ist halt echt. Ich frage mich, ob das irgendwie an dem Stream liegt. Dass ich halt noch streame parallel. Dass das deswegen die ganze Zeit abkackt. Dann müssen wir halt wieder weiterreden. So, spielen wir wieder mit der guten Rosalina. Boah. So. Suche nach Spielern. Was ist dein wirklich absolutes Lieblingsgame von 2000 bis 2015? Ha. Also das Spiel, was ich halt schon, was ich jetzt am meisten gespielt habe, ist, glaube ich, wirklich League of Legends. Die Frage ist halt, weißt du, so ein Spiel, damit mit League of Legends werde ich aber nicht solche Erinnerungen für Ewigkeiten haben. Weißt du, so mit... Ich glaube, das absoluteste Lieblings-Ultraspiel ist wirklich Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich finde das so geil, dass Hand of Blood das ja im Moment Let's Played. Ich gucke da immer mal wieder gerne rein und sehe dann, ah ja, er ist da und da. Und er Let's Played das halt auch ultra witzig. Muss sagen, gefällt mir echt gut. Ich habe auch überlegt, mal was zu Gothic 2 zu machen. Ich denke aber halt, dass es halt auch erstmal überhaupt nicht gerne gesehen wird, weil halt sau viele Leute das Spiel gar nicht kennen und dann sagen, scheiß Grafik, kack Spiel. Da finde ich halt doof, da, dass ich das dann immer lesen muss und so, und das macht mich dann traurig. Und ja. Ich habe letztens was gelesen, dass man sich auf irgendwas die Gothic-Freunde, also Piranha Bytes sagte das zumindest, dass sich die Gothic-Freunde in Zukunft freuen werden. Da ist aber noch nicht rausgekommen, worauf. Und ich habe halt einfach die Hoffnung, dass tatsächlich ein HD-Remake oder sowas kommt. Oder ein Grafik-Update von Gothic 2, die Nacht des Rahmen und Gothic am besten noch. Wow. Dann wird das sowas von hundertprozentig Let's Played. Aber das ist halt so meine Hoffnung. Weißt du, es gibt halt diesen geilen Grafik-Mod, den im Moment ja Max spielt. Das sieht da schon richtig gut aus. Aber wow, wenn es dann noch richtig ein HD-Remake geben würde. Alter. Das würde mich so krass freuen. Ja, was soll ich sagen?
Naja. So, es geht jetzt endlich los. Geil, Marios Piste. Die will ich jetzt endlich zocken. Wie kann ich Jay joinen? Ihr müsst einfach hier diese Nummer bei Mario Kart reinballern. Dann könnt ihr mitzocken. Irgendwo bei Turnier. Gothic ist geil. Doch, Jay, wir wollen ein Gothic 2 Let's Play. Mach, mach, mach. Ja, ich würde es halt auch gerne machen, aber naja. Wie gesagt, vielleicht werde ich das machen. Ich bin richtig off in Kestert. Schade, dass ich dich nicht gesehen habe. Tja, das ist echt schade. Was machst du denn in Kestert, Magdalena? Kestert war so schön. Die Rhein. Wie heißt denn das? Rhein. Wie hieß denn der Teil? Rhein-Ufer? Ne, Rhein-Abschnitt? Ne, keine Ahnung. Wie heißt denn das UNESCO-Ding genau? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hallo, also, Celine ist wieder da. Celine, daran kann ich mich noch auf jeden Fall erinnern. Die war ultra gut schon bei damals vor Ewigkeiten, ich glaube im Juni oder so, Mario Kart gestreamt habe. Die war immer vorne. So. Gucken, ob du immer noch so gut bist. Das macht so viel Spaß, Mario Kart. Vor allem, man kann halt immer wieder dazwischendurch halt was labern mit euch und ihr könnt dann Fragen stellen und man kann dann Fragen dazu beantworten. Das ist halt echt laut geil und macht halt auch ultra Bock zu zocken. Halt immer mal so zwischendurch. Ich glaube, das muss ich mir auf jeden Fall auch für den 24-Stunden-Stream irgendwie sichern. Und Mario Kart ist halt echt witzig. Tut mir echt letztens noch mal lol. Tut mir übrigens noch letztens ultra lol, nein! Dass mir da die, ich weiß auch gar nicht warum, aber die Folgen halt so missglückt sind. Von Mario Kart. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie ist der Elgato da dann asynchron geworden, weil der Anfang war ja synchron. Das ist echt schade. Ha, Pete ist auch wieder da. So, Pete immer nachjoinen will. So. Okay. Och, kacke. Konnte ich die Tröte nicht schnell genug einsetzen. Noch einen getroffen wenigstens. Boah. Oh, Crow. Cool. Mit deiner Panda-Maske. Ey, wir sind jetzt 8 da. Echt nur, ich bin jetzt letzter. 9. Echt jetzt? Geil. Erstmal Blitz. Sehr schön. So, erstmal plattfahren. Celine. Hallo. Sorry. Alter. Die war knapp. So, 3. Also ein Blitz ist echt geil. Kriegst du echt nicht so häufig, aber dann, wenn du ihn hast, ist natürlich fett. So, wuhu! Jetzt nicht zu eng nehmen, sonst werde ich gebissen. So, 2. Oh, guck mal. Vielleicht haben wir noch wirklich die Chance, Erster zu werden. Wenn jetzt beide treffen. Ich hoffe, ich habe die in der richtigen. Ja, die haben beide getroffen, auf jeden Fall. Geil! Erster. Boah, jetzt werde ich abgeschossen. Boah, bitte nicht mich treffen. Bitte nicht. Nein! Boah, komm! Gib Gas! Ja! Yes! Im Westen Daniel Bryan-Stil. Geil! Bam! Oh, Celine ist auch echt wieder gut. Sie ist 3. geworden. Nice! 1. Wunderschön. So, jetzt können wir wieder talken. Hast du wieder was Geiles zu essen am Start? Nee, heute nicht. Ich habe schon vorher gegessen. Weißt du, damit ich nicht die ganze Zeit am Phrasen bin, mittendrin in dem Stream. Ich glaube, das nervt halt einige. Zu viel Essen ist halt. Also mal halt so. Irgendwas ist ja in Ordnung, aber ich habe den ganzen Stream gegessen und muss ja nicht sein. So. So, wir spielen da wieder die F-Zero-Strecke. Alles Klärchen. Jay Game of Thrones. Alter, das fängt jetzt ja auch bald wieder an. Ah. Geil, da freue ich mich auch schon drauf. Staffeln werden erstmal geguckt. Die 5. Staffel. Es gibt ja, glaube ich, nur noch 2 danach. Also 6., 7. Staffel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ich gelesen habe. Das ist echt schade. Das ist halt immer so geil. Zup. Hup, hup. So, Freundchen. Nee. Hui, yippidoo. Weg da. Alter, komm. Oh, hol dir doch den Windschatten. Rosalina, das soll ich uns von der Schweiz abziehen.
Walla, wenn er jetzt den zündet. Walla. Oh, weg hier. Oh, der hat sie gezündet, der Schweizer, der Mario, die Sau. Weil, ach, der schiebt mich doch nicht weg. Schieb mich doch nicht weg. Lo. Am Arsch. Das war ganz schön fresh. So, vorwärts. Boah. So, einfach hier mal alles. Ich zünde einfach mal alles direkt. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht gut. Boah, Alter, ich bin 10., 9. Gut, ich bin auch runtergefallen. Das war halt echt ultra ärgerlich. Dann haben wir jetzt mal einen schönen Mittelfeldkampf. Ist doch auch wunderbar. So. Boah, Alter. Boah, das wird so übel, die 200. Die hier auf... Was ist das denn jetzt? Ach, komm schon. Ja, genau, jetzt kriege ich nichts. Oh, Mann. Das halt auf 200er Strecke, ey. Das wird lustig. Oh, Celine ist abgestürzt. So, eine Strecke haben wir noch. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie abbricht, wenn... Also schneller abbricht der Stern, da habe ich noch nie drauf geguckt, weil früher war das so, wenn man über Gras oder sowas fährt, dass der dann halt schneller aufhört. Frag mich, ob das wirklich so ist. Boah, geil. Noch ein Stern. Fett. Komm, irgendwas Geiles noch. Bitte. Komm. Ja, ist okay. Dann kann man zumindest was anfangen. Boah, drehen. Kurve. Boah, shit, Alter. Boah, shit, shit, shit. So, jetzt letztes Item. Gib mir irgendwas Sexo. Nein! Ach, Mann. Na, wenigstens noch Speed. Boah. Boah. Naja. Ach, da ist jetzt nicht so krass. Machst du nix. Erster. Mittelrhein heißt der Abschnitt. Danke, Magdalena. So. Mittelrhein. Naja, Platz 8 ist jetzt nicht so geil, aber machst du nichts. Mal klappt das nicht. So. Yoshita, komm her, bye. Wie findest du Teen Wolf? Oder kennst du die Serie? Nee. Noch nie was von gehört. Nie was von gehört. Wie findest du Team Wolf? Nee, sagt mir nix. Ist halt irgendeine Serie, aber sagt mir nix. Guckst du WWE, Jay? Yep. Bin so auch aktuell. Also ich kenne mich mit allem aus. Ich habe Game of Thrones nie gesehen und werde es auch nie anfangen. Eieiei, Reißzahn. Hast du dir aber... Da verpasst du was. Aber wenn ist halt nicht alles für jeden was, ne? Manche finden wahrscheinlich auch Herr der Ringe scheiße. Oder Star Wars. So. Gib Gas. Echt jetzt? Shit. Das war jetzt ärgerlich. Weiß man das Feld von hinten aufräumen dürfen. Naja, okay. Ist ja noch nicht so schlecht. Wir kriegen jetzt immerhin nichts ab. Was wir sowieso abgekriegt hätten. Von daher sind wir eigentlich wieder da ganz gut drin. Siebter. Kommt halt ganz drauf an, was man kriegt, ne? Oh, das ist doch schon mal was Feines. Tschüss, Crow. Tschüss, Celine. Ey! Ey! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Alter. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nicht auf den Schiff, ne? Oh, da habe ich aber ein paar abgeräumt. OP des Erster, leck mich am Arsch. Obwohl ich einen schlechten Start habe, halt Zweiter nach der ersten Runde, ne? Das sagt doch schon alles einfach über furiose Items aus. Aber dann wird man natürlich abgeschossen. Ne? Echt jetzt? Im Ernst? Nein, im Detlef. Oh Mann. Wuhu! Ui, wunderschön. Yippie, yippie. Und vorwärts. Geil. Boah, der hält die lang. Allo. Das ist so viel Pech.
Wie kann man denn danach direkt eine andere Rakete abkriegen, die halt einen über den Haufen fährt? Das ist halt echt unlucky. Was soll man dazu sonst... So eine Schitte, ey. So eine Schitte. So, jetzt hier, hopp. Oh, zwei Raketen hintereinander, jawohl. Ist klar, das ist so unverdient. Das ist so unverdient, wie ich Vierter bin. Das ist ein Obershit. Nein, nichts mehr gekriegt. Nichts mehr gekriegt. Oh, der wird noch abgeschossen. Nein, na, Vierter, Alter. Krass. Aber schon ganz schön lucky. So. Okay, komm schon, Jay. Ich glaube an dich. Ja, ja. Dankeschön. Cool, wir sind immerhin noch Erster hier, aber wir haben auch schon so viele Matches gehabt. So. Das ist nicht unlucky, das ist Mario Kart. Ja, das stimmt. Da darf man sich auch gar nicht drüber aufregen. Walking Dead ist auch geil. Jay, hast du WrestleMania geguckt? Ja, sicher habe ich WrestleMania geguckt. Und ich habe jetzt, ich weiß gar nicht seit wann, als der Undertaker damals gegen Edge gefightet hat im Main Event. Das war, glaube ich, mein erstes WrestleMania, was ich wirklich so richtig verfolgt habe. Zumindest an das, was ich mich erinnern kann. Vielleicht habe ich auch früher mal eins gesehen als Jungspund. Dann hatte ich ja irgendwann, also ich habe eine Zeit lang Wrestling geguckt, aber früher halt so oft, was war es, DSF noch. Und irgendwann dann nicht mehr. Und dann habe ich halt irgendwann wieder angefangen in der Oberstufe. Und seitdem habe ich einfach irgendwie Wrestling immer wieder verfolgt. Und ja, ich habe halt auch jedes WrestleMania geguckt seitdem. Und das beste WrestleMania war echt bislang das, was ich jetzt gesehen habe. Weil die Matches waren halt alle super, fand ich. Die waren wirklich geil. Haben mir echt gut gefallen. Meistens waren aber die WrestleMania-Matches ja nicht so geil, weil die halt irgendwie alle so... Ohne was Besonderes waren meist und einfach irgendwie war es halt irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei immer. Da gibt es halt andere Pay-Per-Views, die halt einfach deutlich geiler sind. Weiß nicht, hier Money in the Bank, Hell in a Cell und so. Sind halt einfach geiler. Oder Royal Rumble finde ich halt auch fetter. Mag das Royal Rumble Match total gerne. Aber nichtsdestotrotz fand ich WrestleMania echt stark dieses Mal. Das Ladder-Match war richtig fett, der Anfang. Also das erste Match und... Ich habe mir die Vormatches da nicht angeguckt, die da irgendwie vorher gezeigt werden. Nur die Hauptmatches. Aber die waren echt cool. So. Jetzt wollen wir erstmal gewinnen. Das ist natürlich sehr klug, Jay, dass ich... Wow. Das ist so dumm, so dumm, so dumm, so dumm, so dumm, so dumm. Da das goldene Pilzchen zu benutzen, das sollte ich mir merken, das sollte ich in Zukunft auslassen. So, aber erstmal eine blaue raushauen. Für den armen Ersten. Tut mir leid. So, gib ihm. Ui! So, gib ihm. Kurve. Elfter, ey. Das ist halt echt nicht so geil. Nachdem ich Erster war, läuft hier gar nichts mehr. So, oh, Pete, sorry. Sorry. Oh nein. Oh, weißt du, siehst halt schon vorher. Scheiße, gleich werde ich stehen bleiben. Ah. Mist. So, gib ihm. Ich freue mich schon so krass auf das neue DLC. Immer wieder neue Maps sind immer geil. Ich hoffe auch, dass da noch ein paar... Boah, Zehnter, Alter. Das ist halt schon richtig bitter. Das ist sehr bitter. Meine Schwester besticht mich mit Chips. Okay. Und weswegen besticht sie dich mit Chips?
Schaust du aktiv E-Sports? Wenn ja, was? Ja, LCS und zwar Feuer, hauptsächlich, also ich gucke halt eigentlich beide so nebenbei immer, wenn ich was anderes mache. Also die EU-LCS und die NA-LCS gucke ich mir an. Aber hauptsächlich gucke ich mir Liquid-Spiele an, also von der NA-LCS. Finde ich einfach am coolsten. Mario Kart wird langsam langweilig, please was anderes. Ja, heute habe ich leider nicht so viel Zeit, weil ich gleich noch meiner besseren Hälfte versprochen habe, den Abend mit ihr zu verbringen. Und deswegen wird es leider nicht mehr so ewig lange gehen und ich werde auch kein neues Spiel anfangen. Ich werde jetzt noch, denke ich, so 3, 4, 5 Rennen machen. Gucken wir mal. Und ja, dann werde ich den Stream halt schon pausieren. Beziehungsweise nicht pausieren, sondern beenden. Aber lasst euch so viel gesagt sein, ich bin schon wieder zu gucken, lasst euch so viel gesagt sein, dass es am 11. auf den 12. einen 24-Stunden-Stream mit mir gibt. Und da werden wir auf jeden Fall eine Menge zocken. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Dein Tipp für morgen: FC Bayern gegen BVB 3 zu 1. Ja, das wird echt spannend. Also bei Bayern fallen so viele aus. Alaba, Robben, Ribéry, das sind ja alleine mal gar nicht unwichtig. Ich weiß nicht, Martinez ist, glaube ich, immer noch verletzt. Lahm, ich weiß gar nicht, ob Lahm schon spielen kann. Das sind so krass viele. Das ist echt eine B11, die Bayern rausbringt. Ich meine, die B11 ist halt trotzdem noch immer stark genug, locker stark genug, um Meister zu werden. Aber naja, die Chance besteht auf jeden Fall, dass Dortmund gewinnen kann. Dem werde ich natürlich die Daumen drücken, den Dortmund, dann ist ja wohl klar. Und ja, ich hoffe auf einen Sieg natürlich. Wäre schön. Aber dafür müssen die halt richtig gut spielen. So. Wie sieht's mit Gothic 3 aus? Ja, Gothic 3 war. Ich fand's cool. Es war halt ein ganz, ganz anderes Gothic von dem Sinne. Wie was halt aus Gothic 2 und Gothic 1 kannte. Halt ohne nicht so krasse Story, nicht so geile Story. Aber ich fand es halt trotzdem geil zu der Zeit damals. Ich glaube, das ist halt jetzt so ein Spiel, wo ich halt nicht, glaube ich, so es wieder spielen würde. Weil es halt dann doch nicht so geil war. Weil immer, hol mir das und das, hol mir das und das. Das war nicht so cool, irgendwie verpackt. Aber ja, es war nicht schlecht. Arcania war deutlich, Arcania habe ich nicht mal gezockt bislang. Von daher, naja. Aber nur dadurch hat Dortmund eine Chance. Ja, das ist wohl wahr. Dortmund hat halt wahrscheinlich dadurch. Lahm spielt. Oh. Na, auf einmal hat er trotzdem verkackt. Weil ich natürlich für Dortmund bin. Ey, schon wieder den Start verschissen. Ich bin aber so knapp dabei. Ärgerlich. Dafür kriege ich halt trotzdem beim ersten Mal jetzt nichts ab. Und fahren hier erstmal vorne mit. Beziehungsweise überholen halt erstmal die ganzen Leute, die abgeschossen wurden. Wow. Da hatte ich Angst gekriegt. Nein, nein, nein. Ich fahre mal lieber oben lang. Unten sind mir zu viele Bananenchen. Oh, unten sind jetzt auch ein paar. So. Komm, fahr! Okay, da komme ich nicht mehr dran. Boah! Nein! Okay, wir sind sowieso stehen geblieben. Von daher. Null Problemo. Oh, shit. Mir zurzeit die How I Met Your Mother Staffel an, die letzte. Muss sagen, die ist ja halt in der Kritik halt insgesamt halt ultra schlecht abgeschnitten, aber ich finde die gar nicht mal so scheiße. Ich weiß nicht. Ich fände es eigentlich teilweise echt witzig. Aber gut. Weiß auch nicht, was genau der Kritikpunkt da ist. Da wollte ich mich nie, habe ich mir nie durchgelesen, weil ich mich halt nicht spoilern lassen will. Scheiße. Och Mann! Ah, da hat er den. Da ist der Blitzträger. So. Vorwärts. Auf! Zum vorderen Platz. Jawohl. Frag mich, wenn man die Bombe hat und dann der Blitz kommt. Was passiert dann? Wird dann die Bombe klein? Werden wir gestoppt? Oder geht die Bombe einfach weiter? Das weiß ich nicht. Geil, wir sind Zweiter. Echt jetzt? Kommt noch geblaue. Nice. Nice, wir sind Erster. Ich weiß zwar nicht, wie wir das verteidigen wollen, aber. Nein, 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 nein. Schon mal so gar nicht. Oh. Sound ist aus. Ich höre Piepen. So. Also Sound von meinem Headset.
Ich lass darüber ja nicht die Boxen laufen. Quatsch, beziehungsweise ich höre leider den Game-Sound nicht. Boah, das ist echt ärgerlich, ey. Wir waren halt gerade Erster und sind jetzt Achter, ja. Wow. Spoiler von How I Met Your Mother Netztag stirbt. Danke. Banänchen, Jay, du wirst ja immer nobler. Erstmal meine Schwester Jojo habe ich mit Chips bestechen, um mit ihr zusammen den Repeat-Stream schauen zu dürfen. Jetzt habe ich verstanden, was das war mit dem Bestechen. Sehr schön. Ha, gute Idee. Gute Idee. Ist es asynchron? Inwiefern? Das muss ich mal dann testen. Das werde ich dann halt testen, wenn das, muss man mal gucken. Wenn das dann hochgeladen ist und geschnitten wird. Für YouTube. Schaust du oder hast du mal Clone Wars geschaut? Ne, habe ich nie geguckt. Sind die gut? Ich habe so viele Serien, die ich eigentlich noch gucken will. Ich muss noch... Sherlock gucken. House of Cards gucken. South Park gucken. Die Simpsons gucken. Also die Simpsons halt mich aktuell halten. Was muss ich mir noch gucken? Dexter habe ich noch nicht gesehen. Dexter muss ich auch noch gucken. Dr. House muss ich noch zu Ende gucken. So viele Sachen. Anger Management muss ich noch gucken. Ich glaube, das wird noch teuer. Aber ich kann das ja über diesen Amazon-Dingens da, durch Prime kann man das ja irgendwie gucken. Keine Ahnung, da sind halt ein paar Serien vorbei. Letztens noch Breaking Bad geguckt. Das war so gut, dass Breaking Bad ist sogar... Ja, Better Call Saul. Hahaha. Habe ich auch noch nicht geguckt. Hab leider kein Netflix. Muss ich warten, bis es dann irgendwann raus ist. Oder so. So. Sehr schön. Man ist Erster und kriegt halt alles ab und ist halt Letzter. Weißt du, da werde ich dann lieber Letzter am Start. Das ist immer Taktik, wenn ich stehen bleibe. Ne? Natürlich. Oh, 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 oh. Oh, die kriege ich halt auch noch ab. Das stinkt doch so hart. Nach Magie. Ja, mehr. Oh Gott. Wie kann man nur so einen krassen Fahrfehler machen? Wir fahren die Strecke halt so gut wie nicht. Voll den schlechten Fehler gemacht. Wird der jetzt hier abbiegen? Muss schon irgendwie Gas geben, Junge. Macht der den? Oh, schön. Hui! Boah, krass, wie weit der eine schon ist. Da vorne, der Link. Hammer. Oh, da ist der Geheimgang aufgegangen. So, vorwärts. Komm, gib mir Windschatten. Jawohl. Boah, weg da. Ey! Ach so, der ist schneller. So, komm her. Jawohl. So, jetzt nicht nochmal den Fehler machen. Hui! Gib Gas, lieber Michael Schumacher. Gib Gas, lieber Michael Schumacher. Fährst du immer im Kreis. Brumm, brumm, brumm. Da wird der Motor ganz heiß. Brumm, brumm, brumm. Ach ja. Ich habe mich so gefreut, dass Vettel gewonnen hat. Ich bin ja eigentlich, weißt du, irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Aber Vettel bei Red Bull fand ich immer scheiße. Aber ein Deutscher bei Ferrari ist halt irgendwie, erinnert mich halt immer wieder an Schumacher. Und irgendwie habe ich mich da echt drüber gefreut, halt mit der, die deutsche Nationalhymne mit der italienischen zu hören. Weiß ich nicht. Also irgendwie bin ich da, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, LOL, ich bin Erster geworden! Ja. Ne? Easy. Aber irgendwie freue ich mich da halt immer wieder drauf, muss ich sagen. Hey Jay, was hast du getan? Geil. Peter hat wohl ein paar Bildchen geschickt bekommen. Sehr schön. Also ich finde das geil mit Vettel. Freut mich. Jay, kannst du Skifahren? Leider nicht. Ich habe das einmal kurz gemacht. Ohne Kurs und so. Und dann hatte ich irgendwann Schiss, dass ich mir doch das Kreuzband reiße. So, letzte Strecke für heute. Dann war es das leider schon mit dem Stream. Ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig.
Ich hoffe nicht. Aber Peter schon mal abgefuckt. Das ist schön, das freut mich. So. Jetzt machen wir den mal hier platt. Piep, piep. So, wie viele Punkte haben wir denn insgesamt jetzt? Wo bin ich denn? Ich finde mich gerade gar nicht. Hä? Ich habe mich nicht gesehen. Ich war jetzt gerade zu blind. Naja. So. So, komm, geiler Start. Jawohl. Oh, das ist gut. Das ist gut. Da bleiben wir Erster. Nee, bleiben wir nicht. Frech. Weg da. Münzen. Nein. Nein. Oh, jetzt werden wir erstmal. Jetzt werden wir durchgereicht. Weißt du, wir sind einmal abgeschossen. Der Hammer. Der Oberhammer. Dieses Jahr kommt ja auch noch Heroes of Might and Magic 7 raus. Da freue ich mich auch drauf. Das HD-Remake ja so geil. Von Teil 3. Oh Mann! Haha! Erstmal nochmal den abfressen. Den Crow. So. Gib Gas, gib Gas. So. Lass uns hier nochmal ein geiles Ende haben. Echt jetzt? Wow. Das ist ärgerlich. Ich bin, glaube ich, noch nie unten abgestürzt. Geil! Elfter! Super Ende! Oder was sagte ich? Aber noch ist nichts vorbei. Die erste Runde ist jetzt erst geschafft. Das ist voll lang, der Kurs. Die Donkey Kong Strecke. Das ist echt lang. Das ist eigentlich eine der neuen oder gab es die schon früher? Ich glaube, die gab es noch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, gib mir was Geiles. Hallo? Hallo? Wieso könnte ich jetzt nicht auswählen, dass ich halt irgendwas nehme? Man muss sich jetzt warten, bis er zu Ende rotiert ist. Okay, egal. Hui! So. Okay. Wir haben uns von Platz 11 auf 10. Oh, schön. Erstmal alle abstürzen lassen. Tschüss. So, jetzt müssen wir erstmal aufholen hier. Gut, die werden schon wieder groß. Oh. So, jetzt brauche ich irgendwas Geiles. Irgendwas Sickes. Irgendwas Krasses. Jawohl. Das ist gut. Das ist sehr gut. Boah. Wie weit der Vorsprung da ist. Heilige Mutti. Oh, shit. Das war ein ärgerlicher Zeitpunkt, wo die Rakete vorbeigegangen ist. Wow. Fast den Frosch mitgenommen. Wir fahren doch nicht über Frösche, Mama. So, Sechster. Komm. Einen Punkt holen wir noch. Fünfter will ich werden. Das wäre doch versöhnlich noch. Komm, komm, komm. Gib mir das Geist. Ja, das könnte was Gutes sein. Ah, der hat einen Pilz. Pilz ist stark. War das zu früh? Oh, nein, war's nicht. Fünfter! Jo. Fünfter, sehr schön. Immerhin. Immerhin. Sehr schön. Geil. Erstes Mal Mario Kart 7. Okay, dann gab's die schon. Naja. So. Freunde, wir haben 88 Punkte, sehr schön, das ist ja schon mal ganz gut. Zwar nicht das Beste, aber naja, manche haben erst jetzt angefangen. Vielleicht habt ihr ja noch immer weiter Bock mit den Leuten hier zu zocken, ist eigentlich ganz cool. Spielt mal zusammen und ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr bei diesem doch etwas kürzeren Pete-Stream aber trotzdem dabei wart und ich gehe mal jetzt zurück, damit ich nicht hier jemanden den Platz klaue. Und ja, was soll ich sagen? Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nochmal zu merken, am 11. auf den 12. gibt es diesen 24-Stunden-Stream. Und ja, ich würde mich echt freuen, wenn ihr da einschaltet. Wann der Start ist, weiß ich noch nicht genau, aber der wird genau hier sein, auf www.twitch.tv/beatsmeet. Und ja, was soll ich groß noch sagen, außer haut rein. Tschüss!